müssen hochklettern und Cesare töten. Komm her. Ja, du willst auch was. Cesare, Mauern umgeben euch. Es gibt keinen drinnen. Dann komm, Ezio! Ich sterbe nicht. Fortuna wird mich nicht verlassen. Ich bin der beste Krieger aller Zeiten. Bleib zurück. Ich kenne keine Niederlage. Bist sicher? Ergreift ihn! Egal, was ihr auch tut. Ich werde siegen. Ein Auditorium bezwingt mich nicht. Roma, Italia, España, alles wird mir gehören. Komm, jetzt habe ich dich hier. In einen Teil. Irgendwelche Zeugen? Und du bist gleich wieder tot. Das ist mir klar, dass er... Cesare ist tot. Der Thron gehörte mir. Etwas zu wollen, gibt euch lange nicht das Recht. Was wisst ihr schon? Dass ein wahrer Herrscher das Volk stärkt, das er beherrscht. Ich führe die Menschheit in eine neue Welt. Che nessuno ricordi il tuo nome. Requiescat in pace. Ihr tötet mich nicht. Kein Mensch kann mich töten! Dann lasse ich das Schicksal entscheiden. Das war's mit Cesare Borgia, dem Herrscher von Rom. Der Thron gehörte mir! Was wisst ihr schon? Ich führe die Menschheit in eine neue Welt. Ihr tötet mich nicht! Kein Mensch kann mich töten!
Wir haben es. Das Kolosseum. Gehen wir. Es ist nicht allzu weit. Wartet, da war was mit dieser Tür. Ich habe keinen Griff gesehen. Lasst mich das checken. Super. Dann brauchen wir also eine Art futuristischen Schlüssel. Das ist ein verbal ausgelöster Mechanismus. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also brauchen wir ein Passwort? Summe mal Beethovens Fünfte. Scheiß italienisches Stromnetz. Ezios Erinnerungen können wir schon mal nicht durchsuchen. Wir müssen das Passwort finden. Ezio kennt die Antwort. Nur leider ist er tot. Unfassbar, dass wir hier festsitzen. Kann man mit den Leuten reden? Ja, dann mache ich kurz mal Pause. Einen Moment. Ich muss kurz gucken, Aufnahme checken und so. Ja, läuft. Eine Stunde ungefähr nehme ich jetzt auf. Und das läuft auch. Okay, auch eine Stunde. Okay. Ja, ich nehme jetzt ein bisschen mehr auf, als ich eigentlich wollte. Aber naja, scheiß drauf. Who cares? Alles klar. Weiter geht's. Fortsetzen. Und, ja. Hey, vielleicht hat das hiermit zu tun. Dasselbe Symbol wie auf der Tür zum Gewölbe. 1419, 1420 und 21. Und wenn es keine Daten sind? 1419, 1420. Oh mein Gott! Was? Gott! Sprich dich aus! Ja, hallo, tue ich doch. Das Tetragramm. Die 72 Namen Gottes. Seht ihr? Sie werden in drei Versen überliefert. Exodus 19 bis 21. Und, das wird euch gefallen, werden die vier hebräischen Zeichen von Gottes Namen in einem gleichseitigen Dreieck angeordnet, ergeben ihre Zahlenwerte die Zahl der Namen. 72. Bist du dir da auch absolut sicher? Was meinst du, warum ich es laut sage, Rebecca? Hä? Aber das Beste kommt ja noch. Der Bau des Kolosseums begann im Jahr 72. Wir haben unser Passwort. Sean, hol den Van. Ja, mega geil. Frauen und Autofahren. Déjà-vu. Schon klar. Gehen wir. Hey, 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 und was ist mit uns? Ihr könntet da unten einen Historiker brauchen. Das stimmt. Der Tunnel sollte unter das Kapitol führen. Wir suchen einen anderen Eingang. Vorsichtig, Desmond. Ich fahre. Ha, ja, netter Versuch. Ich kenne dein Auto. Lucy, ich bin gleich beim Eingang. Okay, gut. Wenn du da unten Gladiatoren siehst, nimm die Beine in die Hand. Ich werde es mir merken.
Wow, ich werde wirklich den Apfel anfassen. Es war ein langer Weg. Du hast es dir verdient. Ich frage mich, ob er etwas ändert. Ob er die Lage zu unseren Gunsten verbessern kann. Das wird er sicher. Das muss er. Ja, das hoffen wir doch alle, ne? Das muss er doch. Was werden wir finden? Eine Karte der Tempel, hoffe ich. Der Apfel wird sie uns einfach geben, oder wie? Ja? Wo ist das Elvis da drüben? Vielleicht haben wir ja mal Glück. So. Was für eine Anlage. Das ist das reinste Labyrinth. Im Hypogeum waren die Käfige der Gladiatoren und Apparate, die sie nach oben brachten. Die ganze Anlage, in der du gerade bist, befand sich unterhalb der Arena. Gut zu wissen. Und los. So. Hier. Ist das komisch. Heute ist der 10. Oktober. Und? Wie viele Tage noch bis zum Start des Templer-Satelliten? Ich glaube, ich kenne die Antwort. 72. Warum ist heute so wichtig? Wir holen doch nur den Apfel und gehen wieder. Der Türcode. Jemand will ganz sicher gehen, dass wir es kapieren. Ja, schätze auch. Tja, was für Zufälle, ne? Okay, hier kenne ich mich wieder aus. Komm rein da jetzt.